Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von One Piece Treasure Cruise. Mit dabei ist heute der Benny. Yay, hallo Leute. Nee, ich freue mich echt richtig, dass ich dabei sein kann, weil One Piece ist einfach das Beste, das es gibt. Und Treasure Cruise sowieso aktuell bei uns. Genau, und wir haben uns ein bisschen was überlegt. Und zwar werden wir das Spiel jetzt, ich werde jetzt nicht einfach dieses Spiel hier spielen und ihr und ansonsten so tote Hose, sondern wir überlegen uns für jeden Part ein Thema, worüber wir ein bisschen diskutieren, reden. Ein paar Behauptungen aufstellen, das Ganze möglichst mit wenig Thesen und ähnlichem unterlegen, weil wir dazu ein bisschen zu dumm sind. Aber wir wollen diesen Part eine Top-10-Liste von den stärksten One Piece-Charakteren, die Stand jetzt nach dem Dressrosa-Arc noch existieren oder noch in Frage kommen, aufstellen. Und da haben wir uns beide ein bisschen Kopf gemacht und werden jetzt in dieser Folge so ein bisschen mal drüber quatschen, was wir denn glauben, wer eigentlich die stärksten Charaktere sind. Ja, genau, also wir sind halt vielleicht noch vorab kurz, sind halt beide große One Piece Fans, du hast es bestimmt schon in der ersten Folge gesagt, aber ich halt auch, also ich lese sowohl den Manga und schaue auch den Anime, und halt auch schon halt seit einer ganzen Weile und da kann man, denke ich, sehr viel diskutieren und dann ist es auch noch ganz cool, wenn man natürlich nebenher so ein bisschen Treasure Cruise spielt, ist echt ein super Spiel, also jeder, der das irgendwie mal ausprobieren möchte, kann ich nur empfehlen, oder wir, und absolut, ja, absolut. Ich denke, es ist ganz cool, wenn wir da ein bisschen so Theorien in der Breite, wie wir das können. Wir sind jetzt nicht die Super-Experten, denke ich, aber... Ja, also was heißt Super-Experten? Ich bin halt bei One Piece jetzt noch nicht so der Typ, wo ich sage, ich lese mir jetzt jeden Manga, jede Seite 10-mal durch, um irgendwo Sätze oder guck mir die Bilder genau an, ob da irgendwo Anspielungen von Oda drin sind, das nicht. Aber man beschäftigt sich natürlich schon damit und versucht sich so seine Theorien aufzustellen, was könnte passieren, was glaubst du, was passiert und so weiter. Und da gibt es, denke ich, genug Stoff, worüber man reden kann. Und als erstes, wie gesagt, mal so ein bisschen, ja, so eine der wichtigsten Fragen, beziehungsweise das, womit sich jeder One Piece Fan und One Piece Gucker beschäftigt. Was ist denn der stärkste Charakter bei One Piece nach God Lysop? Ja, richtig. Nach God Lysop. Absolut. Ich denke, das ist auf jeden Fall die spannendste Frage. Und da kann ja auch jeder mitreden. Richtig. Die stärksten Charaktere, also man kann es ja so in etwa abgrenzen, wir haben uns das ja schon mal aufgeschrieben, irgendwie so 10 bis 20 Leute haben wir so auf dem Zettel stehen und die versuchen wir jetzt einfach mal eine vernünftige Reihenfolge zu bringen, was ich echt gar nicht so leicht finde. Absolut nicht. Also es ist, über die meisten Charaktere weiß man einfach nicht genug, um zu sagen, der ist richtig stark, zum Beispiel für mich, ich würde sagen, wir fangen damit auch einfach mal an. Ich habe auf meinen ersten Platz... Wollen wir nicht von 10 hochgehen? Von 10 hochgehen? Oder ja gut, dann gehen wir von 10 hoch, das ist vielleicht sinnvoller, ja, dann ist es ein bisschen spannender. Also auf Platz 10 steht auf meinem Zettel aktuell Mihawk. Mihawk Falkenauge. Und zwar, folgende Gründe. Mihawk an sich, in Anführungszeichen, nur ein Schwertkämpfer, keine Teufelsfrucht und so weiter. Aber, für mich ein ganz wichtiger Punkt, Zorro und Ruffy stellt man ja ganz oft so auf eine Stufe. Die sollen ja, Zorro wahrscheinlich ein kleines bisschen schwächer, aber an sich ungefähr gleich stark. Ja. Und das meiste deutet ja von Anfang an von One Piece darauf hin, dass Zorro irgendwann diesen entscheidenden Kampf mit Falkenauge hat, den er natürlich gewinnen wird. Zumindest rechnet damit jeder. Ja, gut. Und demzufolge würde ich Mihawk auf jeden Fall in die Liste reinnehmen. Ist nur die Frage, ob er denn wirklich jetzt schon stärker ist als Charaktere, die ich jetzt zum Beispiel nicht mit reingenommen habe, wie ein Kizaru zum Beispiel. Da kann man, du hast Kizaru nicht mit reingenommen. Kizaru habe ich nicht mit reingenommen. Ja, gut. Also Mihawk auf 10 finde ich zu weit unten tatsächlich. Ja. Der ist bei mir weiter oben, aber da kommen wir dann noch zu, weil der Punkt, also ich hatte ihn auch, ich hätte ihn erst auf 8 oder 9 hat hin und dann habe ich mich halt erinnert, dass er sich ja immer diese Kämpfe mit Shanks geliefert hat. Richtig, daran, ja. Und das da hatte ich halt dann den Gedanken, eigentlich muss der deutlich stärker sein und Mihawk ist halt auch so ein epischer Charakter irgendwie, dass ich schon glaube, dass er einiges auf dem Kasten hat, das man einfach noch nicht gesehen hat. Es ist, was man dazu sagen muss, in dieser Liste, vom 1. bis zum 10. Platz und alle, die es nicht in die Liste reinschaffen oder reingeschafft haben, oder reinschaffen werden, weil wir sind jetzt gerade dabei, so ein Ergebnis zu erstellen, das ist ein hauchdünner Unterschied. Vom Platz 1 bis zu Platz 10, da fehlt nicht viel, ja. Also von einem Mihawk bis zu meinem ersten Platz, ich hätte genauso gut das Ganze einmal umdrehen können und das wäre trotzdem noch eine Liste, die man anschauen könnte und sagen könnte, ja, kann man drüber reden. Ja, das ist echt so schwierig. Ich meine, wir können auch noch deinen Charakter mal ansprechen, die wir jetzt nicht mit reingenommen haben am Ende. Richtig, klar. Weil das sind auch ein paar erwähnenswert, aber es ist unglaublich knapp. Also 1 bis 4 ist bei mir sogar noch, finde ich schon relativ eindeutig, aber dann ist einfach nur eine Einschätzung. Ich setze mir bei Mihawk mal ein Sternchen hin, weil ja, du hast recht, den kann man durchaus ein bisschen da höher kann man noch platzieren. Mal drüber reden. Also Mihawk finde ich echt, da bin ich mal gespannt auch,
Was, also man hat ja noch nicht viel gesehen. Man hat da diesen Marineford-Arc, da hat man ein bisschen was gesehen, aber nicht so richtig. Ja, absolut. Also bei mir ist auch, ja. Obwohl ich das auch sehr interessant fand beim Marineford Arc, der Kampf als Mihawk, ich weiß gar nicht, ob er da auf wen er da angreifen wollte. Ich glaube, er wollte Ruffy angreifen und dann kam ja Vista dazwischen. Blumenschwert Vista und Ja. Whitebeards Bande. Und die haben sich ja auch einen guten Kampf geliefert und Mihawk war auch augenscheinlich sehr beeindruckt von ihm und hat Ja, ja das auch seinen stimmt. Namen gekannt und Das so kann weiter. man Also auch auch gut selbst die sagen. Whitebeard-Piraten sind ja trotzdem ziemlich stark, das darf man nicht vergessen. Also Ja, auf jeden Fall. Da habe ich jetzt leider keinen in meiner Top 10, aber da will ich ich gerne aktuell, einen reinsetzen. ja, natürlich, ich weiß auch schon wen. Ja, da können wir da später nochmal drüber reden. Mal zu meinem Platz 10. Ich habe da jetzt Fujitora draufgesetzt. Ja. Einfach, weil es halt ein Admiral ist, aber der hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Also da auf Dressrosa, ich weiß nicht, gegen Sabo. Ja, Ich interessanterweise habe meine, ich. Ja, du zuerst? Sabo ist zwar verdammt stark, ich denke, der wird auch unterschätzt, weil der vorher schon Nummer 2 der Revolutionsarmee und jetzt quasi noch die Feuerfrucht, aber ich weiß nicht, Fujitora kam mir jetzt nicht so stark vor, auch wie er da mit Doflamingo geclasht ist quasi. Deswegen Ja. habe ich ihn immer auf 10, weil er halt einfach ein Admiral ist und denke ich da noch stärker als alle anderen, die ich jetzt nicht mit rein habe. Also Fujitora finde ich ein ganz interessanter Charakter. Ich finde, der ist unglaublich schwer einzuschätzen, weil es ist ein Admiral, demzufolge muss er ja was drauf haben, aber bei dem Arc wurde er als Genau. ziemlich schwach dargestellt, fand ich. Demzufolge, ich habe Fujitora für meinen Teil jetzt nicht mal in meiner Liste drin. Ach, du hast ihn gar nicht mit Ich habe drin, ihn gar okay. nicht mit drin, weil ich zum Beispiel auch nicht mal einen Sengoku in meiner Liste habe. Und Sengoku war ja der oberste Admiral, heißt Flottenadmiral, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube nur. Flottenadmiral. Und Oder nee, ich glaube Großadmiral, oder ich weiß nicht. Großadmiral, ich verwechsel das auch mal mit den Bezeichnungen. Also zumindest der oberste Punkt, diese quasi dieser Zwischenpart von Weltregierung zur Marine. Und da fand ich, ja, aber der hat halt auch. Sengoku hatte seinen einen Auftritt im Krieg. Seine Teufelsfrucht, die Buddha-Frucht, ja, cool, aber fragt sich, wie nützlich. Man kann sich in Buddha verwandeln und rauchen, aber was kann er noch? Das weiß man halt nicht. Also Sengoku habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht mit rein, weil der mich jetzt nicht so überzeugt hat. Ich meine, man kann es nicht sagen, das ist das Gleiche mit Garp. Garp muss unheimlich stark sein, aber Genau. man weiß es halt null. Habe ich den jetzt zum Beispiel auch nicht in meiner Liste drin. Garp nicht drin. Ja, Garp ist wahrscheinlich wahnsinnig stark, aber das, ich, keine Ahnung, wo ich den reingesetzt hätte. Und Sengoku fand ich halt jetzt nicht so krass, weil der hat ja auch, ich weiß nicht, Ruffy hat ja mit seiner Balloon-Technik da seinen Schlag abgefangen. Ja. Ja. Also. Also Sengoku habe ich auch nicht drin. Und Fujitora, wie gesagt, auch nicht, weil er mich einfach im Vergleich zu den anderen Admirälen nicht überzeugt hat. Über den ganzen neuen Admiral, da weiß man ja auch noch nichts. Diesen grüner Hund, nee, warte, wie heißt der? Na Bulle oder sowas ist Grüner das, Bulle oder so, glaube ich. genau. Green Oder Bull oder so heißt der, genau, ja, glaube ich. grüner Stier, glaube ich, in Deutsch. Kennt man ja auch noch nicht, also der muss ja auch ein bisschen was drauf haben, glaube ich. Ja, sicher. Also Doflamingo sagt ja auch, das sind richtige Biester oder sowas, sagt er. Irgendwie so. Ja, interessanter Mann, aber also du hast auf Platz Also 10 ich habe jetzt ihn einfach mal mit Fujitora. rein, weil er halt Admiral ist und ich dachte, der muss mit rein, Okay. genau. Gut. Kommen wir erstmal zu Platz 9, dann können wir vielleicht ein Genau. bisschen besser vergleichen. Da habe ich jetzt aktuell Aokiji stehen. Okay, warum hast du den da stehen? Ganz einfach darum, weil die Charaktere, die ich drüber gesetzt habe, wie gesagt, es war eher so Ja. Bauchgefühl. Ich habe so das, was mir so als erstes so in Sinn kam, habe ich dann halt dahingesetzt und Aokiji war Admiral, hat im Krieg gezeigt, was er drauf hat, als er da die ganzen Wellen und so hat einfrieren lassen. Also Ja. derbe starker Charakter. Sehr interessanter Charakter auf jeden Fall. Und er hat gegen Akainu nach einem Kampf, der wochenlang ging, waren es Wochen? Ich glaube, es waren 2 Wochen oder so, hatten sie gesagt. Ich glaube, es waren Es war, 10 Tage oder oder so, 10 Tage, es war auf jeden Fall ein wahnsinnig langer Kampf. Und hat dann knapp verloren. Und zumindest wurde es so rübergebracht. Ich würde den Kampf ja unglaublich gerne mal ja. sehen. Ja, also da hoffe ich, dass es so ein Timeskip-Arc noch gibt. Hoffe ich auch, Das ja. ist mir auch völlig egal, ob das Filler ist dann, aber das würde ich unheimlich gerne sehen. Absolut, absolut. Für die Und Geschehnisse. ja, ich habe ihn jetzt einfach dahingesetzt, weil es ist schwer zu sagen. Ich finde, er ist meiner Meinung nach stärker als Mihawk, und stärker als Fujitora. Aber es ist noch interessant, was für eine Rolle wird er jetzt einnehmen. Es gibt ja jetzt im neuesten Arc, Spoiler, Warnung, wer das nicht wissen will, ne? Im neuen Manga wird ja gesagt, dass er ein Bündnis mit Blackbeard eingegangen ist. Oh ja, das Ist ist das spannend. nächste. Will ich jetzt hier auch gar nicht näher drauf eingehen, weil Nee, jetzt da geht es kann ja in man dem wirklich, Part, genau, das da kann man eine eigene Folge machen, zu weil das echt super spannend Spekulationen, genau. ist. Und ja,
Aokiji einfach ein wahnsinnig starker Charakter mit einer richtig geilen Teufelsfrucht. Aber meiner Meinung nach schwächer als die, die ich davor gesetzt habe. Okay, also Aokiji finde ich erstmal ist der beste Admiral von allen. Der ist einfach, ich fand ihn immer super lustig und Er ist witzig, ja. oh, also ist jetzt nach dem Timeskip hat er zusätzlich zu seiner Lustigkeit, sage ich jetzt Noch einfach so eine mal, noch gewisse Coolness bekommen, so ne? eine Coolness Ja. dazugekommen. Ah, Ey, cool, das der ist ist ein auch Wortspiel, verstehe schon, ja. in der richtig, halt auch in der Szene da in Punk, bei Punk Hazard mit Doflamingo und so, Ja, das die ist Szene war einfach echt episch. richtig episch. Und der hat zwar gegen Akainu verloren, was ihn so ein bisschen was von seiner Epicness nimmt, aber ich glaube trotzdem, dass der verdammt stark ist und hat ihn deswegen noch ein kleines Stückchen höher. Und ich habe jetzt auf 9 tatsächlich Big Mom gesetzt. Das ist zwar ein bisschen bitter, einen Kaiser auf 9 zu setzen, aber ich denke, sie ist auf jeden Fall der schwächste Kaiser von allen Vieren momentan. Ja, ich habe Big Mom von den Kaisern auch am niedrigsten. Allerdings kommt da noch ein Charakter bei mir dazwischen. Ich meine, das ist halt schwierig. Also Big Mom und Kaido fand ich sowieso wahnsinnig schwierig einzuordnen, weil du halt überhaupt nicht weißt, was sie können. Du hast sie im Grunde fast noch nie gesehen. Bei Richtig, Big ja. Mom habe ich halt auch gedacht, ihre stärksten Untergebenen sind ja Peckoms und dieser Eierschalenmann. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Oh, habe ich auch vergessen. Aber ja, Also ich ich weiß, wen du schätze, dass das meinst. die stärksten sind. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Und die hatten ja irgendwas mit 350 Millionen Kopfgeld. Und ich weiß nicht, Big Mom kam mir jetzt einfach nicht so mega vor. Deswegen habe ich sie mal auf 9 und Aokiji noch drüber gerankt. Aber da kommen wir dann noch zu. Okay, ja, ist interessant. Big Mom und Kaido sind halt beides Kaiser, über die man eigentlich kaum was weiß, über die kämpferischen Stärken. Ja. Gut, Kaido, ja, er wirkt unsterblich, sage ich mal, stürzt sich da mal eben von der Himmelsinsel und überlebt Alles das. auch wieder Spoiler, aber das Ja, schreiben wir vielleicht haben wir ja in jetzt den Titel erwähnt, rein. also, Können wir auch in den Titel schreiben. genau. Sehr interessant finde ich auf jeden Fall die Kaiser. Du weißt wenig über die, die gründen jetzt Allianzen mit Kaido, mit Kid und Co. Ich bin mir auch fast sicher, dass Big Mom trotzdem als erstes fallen wird, auch wenn das momentan so ein bisschen auf Kaido rausläuft, ja alles. Aber ich Ja. denke, Big Mom wird der erste Kaiser sein, der fällt und auch wirklich der Schwächste sein. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wie Vor allem ist gesagt, ne es ist ja, es ist hauchdünn zwischen den Charakteren, aber ja, ich glaube auch. Also Big Mom ist für mich auch der schwächste Kaiser. ja, ich bin halt auch wirklich gespannt, jetzt mal so, um ein bisschen weiter rauszugehen, ob die Kaiser jetzt wirklich Big Mom und Kaido von Ruffy besiegt werden. Da wäre ich mir nämlich gar nicht sicher, weil es sind ja immer noch die ganzen Rookies, die sich quasi jetzt so auf die Kaiser verteilt haben. Ja, Capone bei Big Mom, X-Drake ist glaube ich bei Kaido. Richtig, und das finde ich ist ein ganz interessanter Punkt. Am Anfang war es ja so, Ruffy will gegen alle Kaiser kämpfen und so, aber jetzt scheint Oda so ein Weg gegangen zu sein, wo auch nicht nur Ruffy dieser interessante Hauptcharakter ist, sondern wo es auch um die anderen geht. Wo es nicht nur noch alles auf diesen einen Charakter hinausläuft, sondern auch die Charakterbreite einfach wieder weiter gespannt ist. Und das finde ich derbe cool. Genau, also da kann man sicher auch wieder eine eigene Folge machen, aber Richtig. es könnte auch sein, dass einfach diese Rookies tatsächlich die Kaiser ersetzen, was ich auch wirklich glaube, dass es so mit der Zeit kommen wird. Also Kann vor allen Dingen durchaus auch sein, mit ja. Kid, der ist später sicher noch wahnsinnig relevant und das ist auch ein super cooler Gegner für Ruffy, würde ich sagen. Denke ich auch, ja. Gut, machen wir mal weiter, bevor wir das Jo, alles in die Länge genau. ziehen. Wen hast denn du auf dem 8. Platz? Auf den 8. Platz habe ich Kizaru gesetzt. Das ist jetzt wieder Kizaru, hast du gar nicht in der Liste mit drin, gell? Hast du Richtig, Kizaru gesagt? habe ich gar nicht reingenommen. Ah, ich habe gedacht, die Admiräle muss ich alle mit reinnehmen. Gut, Green Bull habe ich jetzt nicht, weil über den weiß man halt Ja. gar nichts. Ich habe, ich. Aber, Du ja. darfst, du darfst, du darfst. Ja, Kizaru ist auch schwierig einzuschätzen. Also eigentlich hat der halt eine super starke Frucht. Der kann zwar jetzt nicht wirklich in Lichtgeschwindigkeit sich bewegen, wie man es eigentlich bei der Lichtfrucht annehmen müsste, weil sonst wäre der tatsächlich unbesiegbar. Aber ich denke, dass der schon wahnsinnig stark ist. Ich meine, der hat ja auch mit Rayleigh da ein bisschen gekämpft und ja, also ich würde ihn jetzt vielleicht nicht so stark wie Akainu einschätzen, aber schon relativ stark. Deswegen hätte ich den jetzt mal auf 8 gesetzt. Ja. Auf meinem 8. Platz habe ich ein anderes Marinemitglied und zwar Garp. Das war jetzt der Punkt. Den habe ich leider nicht mit drin, weil ich ja gar nicht wüsste, wo ich den hinsetze. Weil Garp, Held der Marine, ist so ein Charakter, über den man wahnsinnig wenig weiß, was das Kämpferische angeht. Und es ist aber ein Charakter, der ja unglaublich stark sein muss. Also ich kenne auch diese Szene im Krieg, wo Akainu Ace tötet und Garp dann mit diesem richtigen
Aggro-Face da auf Akainu zumarschiert und sein Goku ihn gerade so auffällt. Das ist so. Das ist echt schade, dass der den auffällt. Ja, also wahnsinnig cooler Charakter. Ja, klar, Garp hat ja auch mit Gold Roger auf einem Level gekämpft, wie man das mitgekriegt hat. Richtig, gut, er ist älter, aber ich meine... Es ist ähnlich wie bei Rayleigh. Er ist älter, ja, genau. Aber nur weil er älter ist, hat er seine ganze Kampfkraft verloren. Sicherlich ist er nicht mehr so stark wie früher, das kann man annehmen, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass er noch irgendwo eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Story spielt. Gehört leider für mich aber auch zu den Charakteren, wo ich sagen muss, es kann sein, dass dieser Charakter im Laufe der Story dann leider auch ein tragisches Ende nehmen wird. Gehört für mich zu den heißen Kandidaten. Da gibt's viele auf jeden Fall, weil er wird sicherlich irgendwann nochmal Ruffy helfen, weil er halt schon Ace quasi nicht geholfen hat. Und wahrscheinlich kommt er nochmal, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er nochmal in so eine Situation vielleicht mit Akainu auch kommt und dann sich in dem Fall anders entscheidet. Weil Ruffy halt doch dann noch ein bisschen spezieller ist und er sich an den Moment vielleicht zurückerinnert. Richtig, aber wieder ein anderes Thema. Aber Garp, ja, ich habe ihn jetzt halt leider nicht mit drin, weil ich einfach nicht weiß, was er kann. Aber er ist bestimmt, ich bin echt gespannt. Der muss schon einiges auf dem Kasten haben. Absolut, ja. Pass auf, ich würde sagen, wir ordnen mal unsere letzten drei. 10, 9 und 8. Also sollen wir uns jetzt auf was einigen? Wir müssen uns auf was einigen. Okay. Also sehr schwierig. Ich würde sagen, nach der Argumentation würde ich fast sagen, auf den 10. Platz... Du hast ihn gar nicht drin, ich habe auf dem 8. würde ich Garp setzen. Ja, dann machen wir doch Garp. Er muss in die Liste rein, finde dann ich. Dann lassen wir Fujitora raus. Dann lassen wir Fujitora ganz raus. Ja, auch noch okay, weil der war jetzt nicht so OP, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, Mihawk hattest du jetzt noch gar nicht dabei, ne? Also, Mihawk würde ich mich, wenn dann, auf den 7. einigen, weil ich glaube, Mihawk ist richtig stark. Okay, war ich meine, da weiß man noch nicht viel, aber... Dann würde ich den höchstens auf den 7. oder wir behalten ihn noch. Aokiji hattest du schon dabei? Nee, den hatte ich auch noch nicht dabei. War auch noch höher, ja? Jo. Ist natürlich schwierig. Ich hätte jetzt noch Kizaru und Big Mom. Was hattest du noch? Ich habe Aokiji und Mihawk da unten. Boah, sich jetzt dazu einigen ist halt... Also gut, ich könnte sagen, Big Mom kommt noch weiter oben. Das kann gut sein. Aokiji würde ich aber irgendwie... über Kizaru stellen. Okay, Kizaru habe ich ja gar nicht mit drin. Ich setze auf den 9. Platz mal Big Mom. Kizaru würde ich rauslassen. Gut, dann lassen wir Kizaru raus und tun Big Mom auf Platz 9. Damit kann ich nicht anfangen. So, ist nur die Frage, was kommt auf Platz 8? Ist Mihawk stärker als Kaido? Glaubst du oder glaubst du nicht? Es ist wahnsinnig schwierig. Also in meiner Liste habe ich ihn über Kaido, aber... Weil er halt einfach so auf dem Shanks... Ich hätte ihn auf Shanks-Niveau gesetzt. Ja. Weil das so oft erwähnt wird, dass sie gegeneinander kämpfen und Mihawk hat eine spezielle Rolle in dieser Geschichte. Absolut, ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt auch wie stark so geworden ist. Und der ist sicherlich noch wahnsinnig weit weg von Mihawk. Ja. Halten wir so fest. Dann setzen wir Kaido auf Platz 8 und kommen jetzt zu den nächsten Plätzen. Jetzt habe ich auf dem Platz 7 Big Mom, haben wir ja jetzt schon. Demzufolge Kaido setzt raus. Wir jetzt auf Platz 8. Will er nicht noch was anderes? Nee, was anderes kommt da definitiv nicht mehr. Okay. Weil dann kommt nochmal die ganz spezielle Region, ja, die da gut, ganz weit okay. oben anzumieden. Okay, dann machen wir Kaido auf Platz 8. Gut, Platz 7. Ja, Platz 7 wäre jetzt halt bei mir Aokiji gewesen. Dann kann ich dann gleich vorwegnehmen und Platz 6 Kaido. War bei mir auch Kaido. Wenn du aber Mihawk über ihn setzt, haben wir ihn jetzt auf Platz 8. Ist er ein bisschen abgerutscht, ist aber in Ordnung, denke ich. Und dann setzen wir Mihawk auf den 7. Platz. Womit wir dann beim nächsten Platz wären. Vielleicht noch kurz, warum ich Aokiji auf 7 gesetzt habe. Ja. Gut, also er hat zwar gegen Akainu verloren, aber Akainu scheint ja schon der absolute Ober-Mother-F, wenn ich das mal sagen darf, sein. Und er wäre ja eigentlich trotzdem quasi der nächste Großadmiral gewesen. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass Aokiji noch stärker als die anderen Admiräle ist und halt vielleicht so ein Ticken wirklich, also Akainu hat ja glaube ich auch ziemlich derbe Verletzungen da und Narben mitgekriegt, also er ist wahrscheinlich ein Ticken schwächer und jetzt auch dieser ganze Punkt, dass er da mit Blackbeard sich jetzt anlegt, was ich glaube, dass er sich mit Blackbeard anlegt, aber darüber können wir dann noch reden. Ja. Ich denke, er ist einfach wirklich stark und deswegen habe ich ihn jetzt mal auf 7 und halt noch unter Kaido, weil Kaido unsterblich und so, also der kommt mir auch ziemlich stark vor, aber
Das war der Grund, warum ich Aokiji so hoch gerankt habe, zumindest. Also da würde ich mich darauf einigen, dass wir den dann auch direkt auf Platz 6 setzen, weil ich glaube auch, man muss dazu sagen, vom 6. bis zum 1. Platz, es ist nicht viel, was da fehlt. Es ist wirklich knapp. Ja, und dann, wenn man auch gesehen hat, Doflamingo jetzt, wie stark Doflamingo war, also Ruffy und Law zusammen, quasi gerade so, haben sie einen K.O. gekriegt. Ja. Und Aokiji hätte ihn 100 pro einfach erledigen können auf Frank Hazard. Der hat ihn einfach gestoppt, Smoker zu töten. Und Doflamingo hat sich auch überhaupt nicht getraut, sich mit dem anzulegen, währenddessen er auf Dressrosa zum Beispiel keine sonderliche Angst vor Fujitora hatte. Richtig, richtig, ja. Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Bin ich auch, würde ich auf jeden Fall auch ein paar extra Videos drüber machen, wie eventuell Kämpfe, die nicht stattgefunden haben, ausgegangen wären. Ja. Das wäre ganz cool, ja. Kommen wir zu Platz 5. Da habe ich aktuell Shanks, weil für mich der stärkste Kaiser. Wen haben wir jetzt auf Platz 6 gesetzt? Aokiji. Ah, okay, gut. Ja, genau. Aokiji habe ich auf Platz 5 Shanks, weil vor Shanks kommen halt noch so ein paar Charaktere, die für mich dann nochmal ein Ticken interessanter und stärker sind, ja? Meinst du, okay, aber ich weiß nicht. Shanks ist so irgendwie das größte Mysterium in dieser ganzen Serie. Du kennst ihn von Anfang an, weißt aber überhaupt nicht, was der eigentlich kann. Richtig, ich glaub, also nicht so richtig, ja. Ich glaube schon, dass der momentan noch ziemlich stark ist. Ja gut, Platz 5 ist für mich stark, weil ja, ich würde sagen, wir zählen jetzt einfach mal alle auf. Dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller durch. Sonst ziehen wir das Video nämlich wahnsinnig in die Länge. Ich habe jetzt nämlich, meine letzten 5 sind nämlich Shanks auf dem 5., Rayleigh auf dem 4., weil erster Offizier, wenn man so will, beziehungsweise Co-Captain von Blackbeard. Okay. Und Rayleigh muss schon ganz schön was drauf haben. Und ich glaube, ja, Rayleigh ist aktuell noch stärker als Shanks, ja. Davor kommt dann noch Dragon, weil Anführer der Revolutionsarmee, Sabo ist schon unglaublich stark, ja. Und wenn man dann noch jemanden, der noch stärker sein muss als Sabo, in Form von Dragon, über den man ja noch gar nichts weiß, ganz, ganz spannend, finde ich. Und davor kommen dann für mich noch Blackbeard und Platz 1 habe ich aktuell Akainu. Oh, echt? Den hast du noch auf 1? Weil Akainu ist jetzt der Großadmiral der Marine. Und wenn du die Marine wirklich immer noch als so präsent und so stark darstellst, muss Akainu jetzt richtig was drauf haben. Ja, also Akainu ist auf jeden Fall stark. Das hat man auch gesehen, als Blackbeard da noch gesagt hat, da gab es doch diese Szene mit Jewelry Bonnie, wo er die gefangen hat und dann kommt doch Akainu und da laufen sie doch dann auch weg, obwohl er ja seine ganze Crew dabei hat. Richtig, ja. Und also, ich meine auch im Krieg, Akainu hat Whitebeard besiegt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Whitebeard war verletzt und so weiter, aber Akainu hat sich ja im Krieg quasi mit allen angelegt, die da waren. Ja, was auch alles eingesteckt hat. Ich meine, Whitebeard hat ihn ja richtig hart richtig gegeben. Er hat eine Menge eingesteckt und Whitebeard war ja nur das Nonplusultra bei One Piece bis zum Marine-Arc. Dazu hat der Marco dann innerhalb von Sekunden, sage ich mal, zurückgeschleudert, als Marco da dann Ruffy beschützen wollte und es durch zu Jinbei, der Ruffy da in dem Moment weggetragen hat. Also ich glaube schon, dass Akainu ein richtiges Monster ist und ist halt die Frage, wer dann diesen Kampf mit Akainu irgendwann bekommt. Ist es Ruffy, ist es Sabo, weil er sich für Ace rächen will oder? Kannst du Ewigkeiten drüber reden, soll jetzt aber auch gar nicht in den Part rein. Für mich ist Akainu der stärkste Charakter, Stand jetzt. Dann gehe ich jetzt mal meine Top 5 durch. Also auf dem 5. Platz habe ich, wie gesagt, jetzt noch Mihawk gesetzt. Einfach wegen diesem Punkt, dass er sich immer mit Shanks gebettelt hat. Das habe ich ja schon ein bisschen erörtert. Und ich einfach glaube, dass der noch eine richtig große Rolle hat. Der wird auch am Ende, ich meine, das ist der stärkste Schwertkämpfer und ich denke einfach, dass Ruffy am Ende der stärkste sein wird und Zoro wahrscheinlich in irgendeiner Weise der zweitstärkste. Und da muss Mihawk einfach wahnsinnig stark sein. Und auch von den Shichibukai, also den sieben Samurai, ist der sicherlich der stärkste Mihawk. Davon ist aus. Na gut, sind ja auch nicht doch, mehr so davon viele ist übrig. Ja. Genau. Auf Platz 4 habe ich dann Blackbeard. So weit unten, den habe ich noch so weit unten. Also der wird sicherlich noch zu den drei stärksten oder zwei stärksten. Vielleicht wird er sogar der stärkste, kann man nicht sagen. Der steigt sicher noch, aber momentan würde ich ihn noch auf 4 setzen. Und drüber hätte ich dann auf Platz 3 Akainu. Gerade wie ich es eben auch gesagt habe, der ist wahrscheinlich stärker als Blackbeard. Ja gut, das ist jetzt echt schwierig, ob der jetzt stärker oder schwächer als Shanks ist.
kann ich sagen. Aber was ich auch kurz, du hattest Rayleigh mit drin, den habe ich tatsächlich in der Liste jetzt irgendwie vergessen. Ich hatte den mit drin und jetzt ist er nicht mehr drin. Ich wollte den mit reinnehmen. Rayleigh ist für mich einer der Kandidaten, der wird noch ganz, ganz wichtig in irgendeinem Punkt. Ja, ich habe da ein so Kandidat, viel der vielleicht auch umgetauscht. sterben Also ich hätte auf jeden Fall irgendwie einen von den Admirälen raus und Rayleigh mit rein. Ist die Frage, welcher Platz irgendwie wahrscheinlich auch 5 oder so oder 4. Den habe ich jetzt leider nicht. Aber der gehört natürlich definitiv dazu. Genau, Akainu auf 3, dann habe ich auf 2 Shanks, weil ich einfach denke, dass der momentan der stärkste der Kaiser ist. Ja. Auch mit seiner ganzen Crew. Gut, vielleicht macht es bei dem auch so ein bisschen die Crew, weil ja auch Ben Beckmann und so ziemlich stark sind. Absolut, ja. Vielleicht ist der eher in Kombination mit seiner Crew halt wirklich verdammt stark. Das könnte ich mir vorstellen. Und auf Platz 1 habe ich dann Dragon gesetzt. Weil Dragon, also ich weiß nicht, über den, man weiß eigentlich nichts, aber das ist ein sehr genau mysteriöser das macht Charakter, es ja. irgendwie auch so spannend und so stark, denke ich. Und du hast ja auch schon gesagt, hier mit Sabo, der alleine ist schon wahnsinnig krass. Und ich denke, Dragon muss einfach unfassbar stark sein. Man weiß ja auch noch nicht mal, welche Frucht, das ist so geheimnisvoll. Ja. Also, weiß nicht, er könnte Wetterfrucht haben, er könnte selbst irgendeine Drachenfrucht haben, er könnte einfach die Windfrucht haben. Ist echt spannend, aber ich denke, er ist auf jeden Fall. Also, ich würde ihn momentan einfach mal als den stärksten schätzen. Okay, pass auf. Bist du damit einverstanden? Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengerechnet, beziehungsweise je nachdem, wo wir sie halt eingeteilt hatten. Ich hatte Blackbeard zum Beispiel auf dem zweiten Platz. Du hattest ihn ja auf dem vierten oder dritten? Dritten oder vierten? Genau. Darum habe ich Blackbeard jetzt mal auf den dritten gesetzt. So, so eine Mischung halt. Dragon habe ich dafür bei mir eins hochgesetzt, sprich auf den zweiten. Und Akainu würde ich einfach, weil wir ihn beide halt sehr stark schätzen, auf dem ersten lassen. Ja, okay, damit kann ich mich anfreunden. Weil also, Akainu hat man halt schon gesehen, was er drauf hat. Bei Dragon weiß man es eben noch nicht. Ja, also Akainu hat sich ja tatsächlich mit Whitebeard auch angelegt. Dass genau, und Whitebeard ist halt... Der war definitiv der Stärkste, ja, bevor er gestorben absolut. Ist. Dann ist nur die Frage, ich würde dann sagen, wenn du gesagt hast, du würdest halt Rayleigh dann reinnehmen anstatt einem der Admirale, glaubst du, Rayleigh ist stärker als Shanks oder glaubst du, Shanks ist stärker als Rayleigh? Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt schon noch Shanks, ich würde schon sagen, dass Shanks stärker ist, weil er einfach auch so eine besondere Rolle hat. Und na gut, aber Rayleigh war halt, wie gesagt, der Co-Captain vom Piratenkönig, ne? Ja, da kannst du wieder anfangen. Garp hat sich mit dem Piratenkönig Battles geliefert, das ist etwa im selben Alter. Also ja gut, das ist richtig. Gut, Rayleigh hat auch wieder Königshaki, das macht ihn auch wieder noch besonderer. Obwohl du es bei Garp ja auch nicht weißt, ne? Ja, es ist schwierig. Also ich meine, ja, du kannst Rayleigh auch mal drüber setzen. Es ist sowieso, also letztendlich ist es, das sind Kleinigkeiten, die das dann da unterscheiden, beziehungsweise es ist halt so ein bisschen größtenteils eigentlich das Bauchgefühl, wo man dann sagt, ja, ja. Nee, ich glaube schon. Aber letztendlich ich meine, sind Spekulationen, klar. Ja. Wir wissen auch viel zu wenig über die einzelnen Leute. Absolut, absolut. Nee, dann pass auf, dann machen wir einfach 2 vierte Plätze und keinen fünften. Okay. Dann ist unsere Rangliste zum Abschluss. Genau, geh mal durch. Haben wir auf Platz 10 haben wir jetzt Monkey D. Garp. Auf Platz 9 haben wir Big Mom. Den ersten Kaiser dann. Auf Platz 8 haben wir Kaido, den zweiten Kaiser. Mhm. Drüber kommt dann Mihawk. Auch ein wahnsinnig interessanter Charakter. Dann kommen wir zu Aokiji. Davor ist dann Shanks und Rayleigh. Zwischen denen ist dann erstmal nichts, weil fünfter Platz haben wir rausgelassen, weil Rayleigh und Shanks einfach zu interessant und zu gleich stark, unserer Meinung nach. Ja. Auf Platz 3 haben wir dann Blackbeard. Den Bösewicht. Auf Platz 2 kommen wir dann zu Monkey D. Dragon. Und Platz 1 haben wir den großen, na gut, der Marineheld ist ja Garp, aber den großen Großadmiral. Big Boss der Marine. Akainu. Sehr, sehr interessanter Charakter, sehr, sehr wichtiger Charakter. Und so einer von den Charakteren, wo ich sagen würde, das ist doch einer, den man durchaus mal einen richtig geilen Kampf mit allen anderen Charakteren eigentlich reinstecken könnte, weil alle anderen Charaktere cool genug wären. Echt mit ziemlich vielen Charakteren. Ich bin unglaublich gespannt, was in der kommenden Zeit noch kommt. Aber ich finde unsere Liste eigentlich nicht schlechter. Es ist auch, zwei Kaiser sind jetzt relativ weit unten, aber ich glaube auch, es sind einfach zu viele Charakter, die ich noch stärker einschätze, die wahrscheinlich noch länger in der Story drin sind als die beiden. Richtig, und genau also das alle, die drüber sind, ja. Sind bestimmt noch länger als Kaido und Big Mom richtig. In der Story.
Die nächste Frage ist dann, es kann sich innerhalb von zwei Arcs schon wieder ändern, weil Ruffy wird ja von Arc zu Arc stärker. Law ist ein super interessanter Charakter, finde ich, und mein absoluter Lieblingscharakter. Dann God Lissop. Also, man muss nochmal sagen, ja. God Lissop ist natürlich 1 ist plus. Non plus Ultra God Lissop. Über Arcaino. Absolut. So, ich würde sagen, ich bin jetzt mit Shellstown fertig hier nebenbei. Ich denke mal, ihr habt ja auch alle zugeguckt. Unsere Rangliste ist komplett. Jetzt haben wir noch gar nicht die alle nicht drin sind, aber da machen wir einfach einen extra Part. Genau, wir können am nächsten Part ein bisschen über insgesamt einfach mal so ein bisschen über die Charaktere reden, die jetzt noch so ein bisschen, ja, über die man noch nicht so viel weiß. Ein paar Theorien vielleicht aufstellen, so Thesen. Und einfach mal ein bisschen so über die aktuellen über Lieblingscharaktere von uns vielleicht auch. Genau, einfach mal alles in den nächsten Part reinhauen. Und ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich klicke jetzt hier noch schnell so ein bisschen die Story hier bei Treasure Cruise durch. Yay. Und ja, ich würde sagen, dann laden wir auch direkt den nächsten Part hoch. Die kommenden Tage, am besten gleich morgen. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier ist jetzt gerade noch der Abschluss in Shellstown, bevor Ruffy und Zorro dann ihre Reise fortsetzen. Und ja, jetzt muss Corby hier noch seine Geschichte erzählen, weil er unbedingt in die Marine rein will. Oh mein Gott. Die ganze Zeit seine Corby Hand an ist der auch Stirn. Spannend. Finde ich auch, ja. Stark Corby halt noch wird. Aber guck mal, der hat die ganze Zeit die Hand an der Stirn. Das ist vorbildlich. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Das ist so schön, diese ersten Folgen mit Corby und Ruffy irgendwie. Ich habe die Erinnerung, die dabei hochkommt. Ja, ja. Auch das interessanter Punkt hier, ne? Also man sieht an dem Bild klar, Corby ist eigentlich schon stärker als Ruffy gewesen. Ja, eindeutig. Ist auch spannend, ja? Wann Ruffy es endlich schafft, mal Corby zu besiegen, hat er bis jetzt ja noch nicht einmal geschafft. Nee, stimmt. Also Corby, Gott Corby. Ja, und mit Helmeppo dabei, also. Helmeppo auch ein Biest, auf jeden Fall. Ist interessant. Ich bin gespannt, ziemlich schwer haben. Es gibt so viele Charaktere bei One Piece. Ich bin gespannt, was sich Oda dabei denkt. So viele Charaktere. Wer wird mit wem kämpfen? Gibt's vielleicht noch Überläufer? Mihawk zum Beispiel ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, Mihawk muss nicht irgendwie ein Endgegner sein, sondern eventuell kämpft er auch mal für die Guten. Weil er hat ja irgendwo sowas Gutes, sag ich mal. Der kam ja nie unsympathisch böse rüber. Mihawk ist, also kommt weder böse noch gut rüber. Der ist so ein neutraler Charakter. Der handelt so nach Er ist halt auf jeden Fall der Freund von Shanks. Ja. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, also, dass der... Können wir das der Freund vielleicht ein bisschen... Ein Freund von Shanks? Ja, ein guter Freund von Shanks. Vielleicht ein Kindheitsfreund, man weiß es nicht. Eventuell. Und der wird bestimmt ihm irgendwann nochmal unter die Arme greifen. Ja. Und ja, weiß nicht, vielleicht wird auch er besiegt und Zorro besiegt dann denjenigen, der Mihawk quasi besiegt hat, um zu proven, dass er der beste Schwerkämpfer ist. Also es muss gar nicht sein, dass er unbedingt gegen Mihawk kämpft. Absolut. Ist ja, so sein Lehrer jetzt quasi. Also vielleicht kämpft er gar nicht gegen ihn. Kann ich mir auch vorstellen. So, wir haben jetzt hier auch gerade Zorro bekommen, über den wir gerade noch geredet haben. Schön. Der war noch recht am Anfang. Der war ja quasi fast noch ein Piratenjäger. Aber da war er auch schon richtig badass. Richtig. Und warte, ich bin jetzt mal gespannt, kriegen wir hier für 5 Gems? Nee, auch nicht, ne? Wir kriegen erst ab Orangetown, glaube ich, die Gems wieder. Ah, kann sein, ja, das weiß ich schon gar nicht. Ja, aber ist ja kein Problem. Können wir jetzt auch einen Monster Chopper machen mit dem Account? Absolut, Monster Chopper, kein Problem. Guck mal, wir haben hier und den Piraten. Ja, schaffen wir doch leicht. Easy Game, Easy Life. So, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und, ja, danke. Wir hören uns auch hoffentlich beim nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Wenn es heißt, eine Mischung aus Treasure Cruise, Suchten und ein bisschen über One Piece quatschen. Falls euch irgendwas anderes interessiert, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.